Hey Leute, was geht ab und willkommen zu einer neuen Folge Nerd TV. Ja, ich bin wieder am Start für euch und jetzt machen wir so quasi den Part 2 von September. Das sind auch wieder drei Games für euch, die richtig, richtig cool sind. Denn wir haben am Start ein Game, das in die Richtung Doom geht, ein neues Skate-Game, richtig geil, und so in Richtung Anime, Final Fantasy Abklatsch, und das seht ihr alles nach dem Intro. So, in Richtung Anime-Games bzw. so Final-Fantasy-Abklatsche sind jetzt eigentlich immer beliebter oder werden immer beliebter. Und da hat sich ein Entwicklerstudio gedacht, wir machen das Ganze auch mit Valkyrie Elysium und versuchen diesen Stil einfach auch mal. Was dabei rausgekommen ist und ob das wirklich auch ein richtig gutes Game geworden ist, ich würde sagen, da schauen wir jetzt einfach mal rein. Valkyrie, heed my words. Ragnarok tears our world asunder. All we hold precious lies on the brink of annihilation. Und somit ist die Fortsetzung auch da. Valkyrie Elysium, was übrigens die Fortsetzung ist von Valkyrie Profile. Ihr spielt mal wieder eine Walküre, die der natürlich, nachdem der Göttervater geschwächt worden ist, quer durch Fantasy-Landschaften streift und jegliche Art vom Bösen quasi die Seele aus dem Leib prügelt. Ja, das ist die Story. Das Tutorial ist dabei auch wirklich sehr langatmig. Oh Gott. Naja, wenigstens gab es keine Framerates-Probleme. Ja, das Gameplay besteht dann eher so aus eine Kombination aus leichten Angriffen und schweren Angriffen. Dabei dürfen natürlich auch noch Elemente benutzt werden, wie Feuer, Eis und Heilig. Am besten parieren oder ausweichen führt zu einem Finisher-Move, der sich gewaschen hat. Die genutzten Elemente bzw. diese genutzte Magie verstärkt auch noch deine Waffen zusätzlich, zumindest kurze Zeit und je nach Anwendung eben der verschiedenen Waffen. Und kann Gegner betäuben, vorübergehend lahmlegen, um einen Finisher-Move eben durchzuführen oder eben direkt normal weiter anzugreifen. Der Vorteil ist, dass sowohl Elemente als auch Waffen im Gameplay oder während des Spielverlaufes direkt angepasst und anders verwendet werden kann. Die Flexibilität hierbei ist ein sehr positiver Aspekt. Ich musste eigentlich gar nicht so wirklich darauf achten, oh Scheiße, was ist mit meiner Lebensanzeige? Schaffe ich es noch oder werde ich im Lauf der Mission sterben? Allerdings muss ich zugeben, dass bei den Bosskämpfen das dabei dann schon anders ist. Und das hat die Schwierigkeit wirklich angekurbelt. Das Gameplay hierbei ist auch wirklich relativ lineal gehalten und bietet dir nicht so viele Open-World-Aspekte an. Überall kannst du auch noch Gegenstände sammeln und versteckte Truhen finden. Doch nachdem immer wieder dasselbe in den Truhen waren und immer wieder deine Waffen nur minimal verstärkt hat oder irgendwelche Heiltränke dort drin waren oder generell irgendwelche Art von Tränke, hat sich das fast gar nicht mehr gelohnt, diese Truhen auch zu beachten. Im Lauf der Story werdet ihr auch noch von vielen Visionen heimgesucht, trefft immer wieder auf eure Widersacherinnen und erledigt alle Bosse. Ganz am Ende gibt es auch 4 Entscheidungen, die ihr treffen könnt und somit dann 4 verschiedene Enden, die das Spiel bietet. Bin ich persönlich kein Fan von, weil mich das immer eher provoziert, das Spiel nochmal durchzuspielen, um eben das andere Ende auch noch zu sehen. Man könnte es natürlich auch ganz klassisch googeln oder auf YouTube eingeben, aber das finde ich immer persönlich auch ein bisschen blöd, das nimmt die Spannung raus. Ich möchte aber nicht immer unbedingt ein Spiel so oft durchspielen, nur weil ich alle Enden sehen will, und das führt bei mir zumindest immer so einen kleinen Konflikt. Deswegen so 2 Enden oder so kann ich schon gleich gar nicht leiden. Also oberflächlich gesagt, was ein positiver Aspekt war, war wirklich die Kämpfe. Denn da konnte man, wenn man sich gut reingefunden hat, wirklich seinen Spaß abgewinnen. Doch wenn man dabei sieht, dass weder die Dialoge vertont sind, noch die Grafik wirklich gut gemacht worden ist, dadurch, dass die Texturen viel nachladen mussten und viel im Lauf des Spiels geglitscht worden ist, hat man eher den Eindruck gehabt, als ob den Entwicklern so ein bisschen das Budget dafür ausgegangen ist.
letztendlich ist Valkyrie Elysium eher was für die Leute, die den ersten Teil gespielt haben und so ein bisschen mehr auf Final Fantasy Action stehen. Doch selbst da finden sich nur wenig Aspekte, die sich ähneln zwischen denen. Dementsprechend, ja, auch dieses Game ist ebenfalls eines, was ich sich jetzt nicht unbedingt empfehlen lassen würde. Es wäre eher wieder nur ein Game für nebenher. Die Doom-Liebhaber lieben ja wirklich Gemetzel und Tod und hast du nicht gesehen. Und genau das versuchen ab und zu Entwicklerstudio auch nochmal zu machen. Und daraufhin kam jemand, der sich gedacht hat, ey, wir machen das auch. Das Ganze heißt Metal Hellsing. Und ob das genauso blutrünstig und krass brutal wie Doom ist, ich würde sagen, da schauen wir mal rein. Nachdem die Fürstin der Hölle euch in ewige Gefangenschaft sperren wollte, schafft ihr es gleich zu Beginn des Spiels, euch aus dieser Gefangenschaft zu befreien. Somit beginnt ein blutiger Streifzug durch die gesamte Hölle, um sie und andere Wesen auszuschalten. Daraufhin finden wir auch noch einen Totenschädel, der Pass heißt und uns dabei auch noch helfen wird, die Fürstin der Hölle zu bezwingen. Ihr macht euch also durch euer blutiges Gemetzel auch noch einen Namen. Man nennt euch allerdings nur The Unknown. Die Story aber an sich ist eigentlich gar nicht mal so interessant. Der interessante Punkt ist eigentlich eher, dass wir quasi ein Album spielen. Klingt jetzt erstmal verwirrt, aber Musik, die im Hintergrund läuft und zu dem ihr passend eben zu diesem Rhythmus des Songs lauter Gegner metzeln müsst, ist ganz klar der Mittelpunkt des Spiels. Ganz viele bekannte Sänger und Sängerinnen aus der Metal-Branche sind mit am Start und ganze 15 Songs sind daraus entstanden, die dich durch das ganze Spiel durchbegleiten werden. Das ist wie gesagt der große Mittelpunkt von Metal Hellsinger. Und wenn ihr jetzt gedacht habt, ja, man könnte einfach die Musik ignorieren und einfach wild drauf losballern, kann man natürlich auch machen, aber der Damage ist natürlich viel größer, wenn man sich an Takt des Songs hält. Dazu kommen nämlich in eurem Visier links und rechts Pfeile reingeschossen und wenn ihr das im richtigen Moment, während die Pfeile direkt am Visier dran sind, abfeuert, macht ihr mehr Damage und schießt quasi zum Takt mit. Das Gameplay, muss man dazu sagen, ist auch noch sehr schnell und eher oldschool gehalten. Ihr müsst auch dabei versuchen, euren Multiplikator aufzuladen, denn wenn der auf volle Pulle gestellt ist, wird die Musik nicht nur lauter, sondern er macht maximalen Damage und darum geht's im Endeffekt. Vor jeder Metal-Runde musst du auch deine Waffen wählen. Dabei gibt es zwei Waffen, die Standard sind und immer mit dabei sind. Das ist einmal ein Schwert, das ihr natürlich nicht nachladen müsst, logischerweise, und eben Pass, den Höllenkopf. Ansonsten könnt ihr euch zwischen verschiedenen Waffen entscheiden, die euch auf dieser Mission zumindest begleiten. Wie zum Beispiel zwei Revolver, die eher auf Distanz angelegt sind, oder eine Armbrust mit Sprengbolzen ist auch dabei. Zwei aus einer Dämonseele geschmiedeten Sichel und natürlich noch eine Schrotflinte, die am besten eher von näherer Distanz abgeschossen werden sollte. Kleiner Tipp, du solltest auch noch im Takt nachladen, denn das macht das Nachladen auch noch schneller und gibt auch nochmal so einen kleinen Schub für den nächsten Damage, den du rausholen willst. Jede Waffe sollte auch noch im Takt aufgeladen werden, denn wenn ihr das macht, hat jede Waffe quasi seinen eigenen Finish-Move, der euch wirklich nützen wird, denn irgendwann sind die Gegnermassen so viel und so krass, dass ihr darauf definitiv zurückgreifen müsst, um wirklich weiterzukommen. Es gibt auch noch verschiedene Gegnertypen, was ein wenig Abwechslung reinbringen soll. Doch kommen wir jetzt mal zu den negativen Sachen, wie eben zum Beispiel bei den abwechslungsreichen Gegnern. Denn irgendwann kennst du die ganzen Gegnertypen und dann ist es immer nur das Gleiche. Und das ist auch mit dem gesamten Spiel so. Draufhauen, 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 immer im Takt. Und auch wenn die Songs unterschiedlich sind und für Metal-Fans krass sind, ist es letztendlich immer nur das Gleiche. Wenn du dich dann den Bossen stellst,
ist natürlich Reflex gefragt. Denn Ausweichen und Schnellangriffe muss hier gang und gäbe sein. Aber so ist ja auch die ganze Grundstruktur des Spiels aufgebaut, was dir dann letztendlich nicht ganz so schwer fallen sollte im späteren Verlauf. Allerdings, wenn du gerade erst eingestiegen bist, solltest du natürlich ganz klar die geringere Schwierigkeit benutzen von den drei Schwierigkeitsgraden, die es gibt und die das Spiel anbietet. Problem ist dabei auch noch wiederum, dass man so schnell durch das ganze Spiel läuft, dass man die ganzen Umgebungen gar nicht wirklich wahrnimmt und keinen konkreten Blick auf das eine oder andere wirft, sondern man rusht da einfach durch, ballert alles nieder im Takt, was einen über die Quere läuft und ja, das ist, weiß ich nicht. Also, Fazit. Metal Hellsinger ist auf jeden Fall etwas für richtige Metal-Fans, wer hätte es gedacht, und für welche, die so ein bisschen auf Doom-Action stehen. Doch solltest du eher so ein bisschen ein Typ sein, der sagt, ey, ich würde so gerne einfach irgendein Story-Game zocken oder einfach mal auf entspannt irgendwelche paar Runden spielen, dann ist Metal Hellsinger definitiv nicht das Richtige für dich. Es war eine nette Abwechslung, es war so an sich nicht schlecht gemacht, aber ob ich das jetzt irgendwann nochmal, nachdem ich es getestet habe, anfassen werde, werde ich wahrscheinlich mal jetzt Stand heute bezweifeln. Damals als Kind auf der GameCube habe ich immer so krass viel Tony Hawk gespielt. So Tony Hawk Pro Skater 3 war vor allem einer meiner Lieblings-Skate-Games. Und heute ist es immer noch sehr schön, dass selbst heute so Skate-Games, nachdem die eine Zeit lang wirklich verloren waren und da nichts mehr rauskam, dass das jetzt langsam so wieder für sich entdeckt wird, finde ich sehr, sehr schön. Daraufhin kam Session raus und ob das wirklich die maximale Skate-Power rausholt, das habe ich für euch einfach mal ausprobiert und genau. Ich erinnere mich noch so gerne an die Tony Hawk Games zurück. Ganz besonders Tony Hawk Pro Skater 3. Das war so ein Game, das ich in meiner Kindheit übel gesuchtet habe. Doch immer mal wieder kam Skate Games und dann irgendwann war sogar Schluss und irgendwie kam nichts mehr. Jetzt kommt's so langsam wieder in Hype und daraufhin kam Season. Natürlich kannst du dir deinen Charakter auch wieder erstellen bzw. auswählen, was der für einen Klamottenstil haben soll und so weiter und so fort. Dazu muss man allerdings sagen, dass es sich hierbei um eine Simulation handelt und die Steuerung davon ist deswegen auch sehr gewöhnungsbedürftig. Die Dialoge waren, zumindest bei mir, obwohl ich gesehen habe, dass es auch welche gab, die das mit Deutsch hatten irgendwie, trotzdem bei mir auf Englisch. Zudem sind die Dialoge, die ich gerade angesprochen habe, gar keine Dialoge, sondern einfach nur irgendwelche Schriften, die dastehen und das erzählt keiner was zu. Also dann ist da erstmal das Tutorial, was dich ein bisschen in den Wahnsinn treiben könnte, weil da sehr viel zu erklärt wird, bevor es dann überhaupt erst richtig losgeht. Und du fängst natürlich erstmal mit den Grundlagen an. Ein Ollie, ein Kickflip und so weiter und so fort. Oder ein bisschen Sliden an der Stange. Das Problem ist, dadurch, dass die Steuerung so wackelig ist, ist es wirklich sehr schwer, da irgendwie sich am Anfang zumindest damit zurechtzufinden. Du kannst übrigens dein Skateboard auch in die Hand nehmen und ein paar Schritte zumindest zu Fuß gehen. Allerdings wollen wir uns ja natürlich die meiste Zeit auf dem Skateboard befinden, denn es ist immerhin ein Skate-Game. Im Shop selber, wenn wir dann da angekommen sind, nachdem wir ein paar Grundlagen geübt haben, können wir uns natürlich einiges Neues kaufen, wie zum Beispiel eben das Skateboard aufrüsten, eben eine neue Achse, ein neues Board oder neue Räder, genauso wie auch das Outfit, was wir tragen, kann eben dort nochmal angepasst werden gegen Cash. Also Ingame Cash halt. Im Gegensatz zu anderen Skate Games sehen wir den Charakter auch nicht nur von leicht erhöhter Position, sondern in dem Fall eigentlich eher vom Skateboard aus. Oder zumindest unterer Position aus, First Person mäßig. Genau. Was natürlich eigentlich so an sich ein ganz neuer Stil ist, der allerdings hier aber nicht so richtig zur Geltung kommt. Zudem ist die Grafik auch nicht
die absolut beste. Und es sieht so ein bisschen aus, als wäre es eher so eine Art Indie-Titel. Oder ist es sogar ein Indie-Titel? Die Aufgaben sind auch eigentlich relativ einfach. Ihr fangt irgendwo eine Mission an und müsst von A nach B. Und dabei macht ihr dann ganz viele Tricks. Je nachdem, ob euch das Spiel vorschreibt, welche Tricks ihr jetzt als nächstes lernt oder ob es irgendwie einfach so Freestyle-mäßig ist. Aber das ist das Spielprinzip. Und das Spielprinzip war in früheren Games sehr cool. Doch hier in dieser Simulation ist es eher wirklich einfach nur fast schon ein wenig nervig, kann man sagen. Also ich für meinen Teil kann auf jeden Fall sagen, schön, dass ich es mal ausprobiert habe, aber das ist wirklich ein Game, das ich nicht so wirklich empfehlen kann. Selbst richtigen Skate-Games, und zwar richtigen Hardcore-Skate-Games, die sollten dann lieber bei anderen Titeln der Skate-Reihe bleiben. So Leute, das war's mit dem Video. Wenn ihr hier klickt, könnt ihr abonnieren. Und wenn ihr hier und hier klickt, dann kommt ihr zu anderen Videos. Nee, das war's eigentlich. Ja, doch, das war's. Alles gut. Alles gut. Was?